Wir tun einfach mal so, als wäre es ein ganz normaler Tag. Was ist denn mit diesem Mädchen da los? Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier drüben passiert? Warum ist hier alles voller Bienen? Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomie Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir haben ja heute ein besonderes Playthrough, weil... Oder eine besondere Folge, weil wir haben ja ein paar Suppressions hier. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Activate the Sephira Core Suppression. Clicking again will disable it. Okay, wir probieren es einfach mal. Die sind dann alle da raus, aber was bedeutet das denn in dem Fall? Die sind halt wirklich komplett raus. Heißt das, ich habe die nicht zur Verfügung oder habe ich nur die zur Verfügung? Das würde mich mal interessieren. Wir starten einfach mal mit dem Control Team, weil das das Schwächste ist. Begin Core Suppression. Okay, sie sind also dann nicht da. Und hier oben ist, Eieiei. Wie mache ich das denn? Was mache ich denn hier? Control Team. Suppress Malkuth's Core. Okay. Und wie mache ich das? Kann ich einfach den Leuten sagen, sie sollen hier oben hingehen? Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Wir schicken Anthony einfach mal dahin. Weil ich kann den Core ja nicht anklicken. I just want to help out. Okay. Ne, der macht nichts. This is what you call uncontrollable situation, man. Ich verstehe trotzdem nicht, was ich da machen muss. Muss ich Leute jetzt einfach... Muss ich jetzt einfach ganz normal Energie sammeln? Und ich habe nur das Control-Team nicht zur Verfügung? Das ist für mich gerade ultra verwirrend, aber... Wir tun einfach mal so, als wäre es ein ganz normaler Tag. Ich glaube, wir können auch nichts... Doch, wir können Sachen über die hier nachgucken, aber... Warum steht hier überall Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Ne, komm. Isabel, schnapp dir einfach mal das Big Bird. Ich sag ja, wir machen einfach, wir tun so, als wäre das hier ein ganz normaler Tag. Es ist nichts Spezielles gerade. Wir haben hier allerdings unten ja auch die, naja, was heißt neue Abnormality? Wir haben aber diese Prinzessin, bei der ich keine Ahnung habe, was man da machen muss. Und ich weiß, die dreht aber auch durch, wenn man da nichts macht. Also schicken wir da Frank einfach mal mit dem Attachment rein. Eigentlich wäre so eine Core Suppression dann ja am besten, wenn man nur zwei Teams hat. Dann ist das Ganze einfacher. Frank scheint hier unten eine gute Arbeit zu machen. Und er hat einen Kuss bekommen anscheinend. Uncontrollable. Manager, nicht Man. Brooke war aus irgendeinem Grund hier oben. Was hast du da gemacht? It's unpredictable, isn't it? Kommt drauf an, was du meinst. Oh, bei Beauty and the Beast hatten wir ein absolut schlechtes Ergebnis. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sachen funktionieren, einfach ultra gering, weil hier oben hatten wir auch ein richtig schlechtes Ergebnis. Wait, what? Was war das jetzt? Hier oben... Mika, du hast das letzte Mal gut geregelt und hier unten kann Paulinus hin. Wir haben einen roten Dorn. Cheers of the Beginning und unsere Prinzessin hier dreht ein bisschen am Rad. Frank, guck mal, ob du sie beruhigen kannst. Baby ist jetzt am Rumschreien. Ja, ich weiß gerade wirklich nicht, was so richtig abgeht, aber naja. Oh, hier unten bei der Prinzessin läuft das nicht so gut. Die dreht jetzt, glaube ich, auch durch. Frank, ich weiß nicht, ob du da was machen kannst. Wo ist sie überhaupt hin? Oh je, sie ist hier drüben. Ja, ich hatte vergessen, dass sie ja teleportieren kann. Safety Team, schnappt sie euch mal, wenn ihr könnt. Warum ist Pansy so low life? Hat die hier gerade einen Strahl durchgeschossen? Die schießt jetzt auf jeden Fall einen Strahl. Da steht zum Glück keiner im Weg. Außer Frank vielleicht. Aber den stört das, glaube ich, nicht. Ja, Safety Team, schnappt sie euch mal von hinten. Und Frank, wie geht's dir so? Der tankt das locker weg. Und die kriegen ein bisschen schwarzen Schutzschild hier. Sie ist schon wieder weg.
Ja, die ist ein echtes Problem. Wo ist sie denn jetzt hin? Da unten. Das ist optimal, weil dann kann Asuka sich auch direkt mit drauf schürzen. Ihr solltet da alle aus dem Weg gehen. Aber ich weiß nicht wie, weil hier diesen Gang kann man nicht benutzen. Ich glaube aber, die beiden können das tanken. Die vom Dings-Team sollten aber auf jeden Fall zurück. Und Asuka... Weiß ich nicht, ob sie das ab kann. Asuka, geh am besten mal hier runter. Und wir geben euch mal ein Schild. Das Problem ist, sie hielt sich damit halt trotzdem. Sie hält auch so verdammt viel aus. Wo ist sie jetzt hin? Sie hat sich mitten ins Safety-Team teleportiert. Und ist wieder weg. Wo ist sie jetzt hin? Jetzt ist sie im Training-Team. Frank gibt sein Bestes. Der Mörder läuft hier beim Information-Team rum. Den können wir mal schnell einfangen. Oh, und sie ist hier im Training-Team. Oh, ihr habt sie aber ordentlich downgeburstet, nur... Es war close, aber ihr habt sie. Sehr schön gemacht, Leute. Das Big Bird ist ausgebrochen. Mann, wir haben ein Problem nach dem anderen. Das ist gerade ein bisschen doof. Schnappt euch mal das Big Bird und ihr kriegt Unterstützung. Ja, ein bisschen Unterstützung vom Training-Team und vom Central Command-Team. Und ich muss aufpassen, ob da irgendwer gerufen wird. Ist das Pansy? Ich kann es gerade nicht sagen. Okay, egal wer da gerufen worden ist. Er ist, glaube ich, gerade gestorben. Ich weiß nur nicht, ob das einer von unseren Employees war. Ja doch, es war Firenze. Aber irgendwie hat keiner gesagt, dass Firenze gestorben ist. Okay, jetzt ist es... Jetzt ist es Pansy. Du gehst bitte sofort zurück hier ins Information Team. Ganz, ganz schnell. Das ist eigentlich kein Problem. Solange man immer sieht, wer den Debuff bekommt. Und da ist es jetzt auch schon wieder schwierig. Ich glaube, es ist Destiny. Das heißt, Destiny, geh mal hier runter. Und okay, es hat sich geklärt. Ja, wir haben Firenze verloren, aber das macht nichts. Das war ein Preis, den wir in Kauf nehmen mussten. Es wird jetzt auch gleich Dawn kommen. Frank kümmert sich am besten mal um... Ja, um sie. Dann kommen The Cheers for the Beginning. Und das müsstet ihr ja eigentlich geregelt bekommen. Hoffentlich. Hier unten, die sind ein bisschen weit weg, aber das passt schon. Oh Gott, und jetzt ist hier unten eine. Das. Okay, die Wespe... Gibt gerade ein bisschen Damage ab, aber wir machen einfach mal ein paar Schilde und dann sollte sich das hoffentlich klären. Und dann suppress mal bitte noch das Ding hier. Warum ist da noch ein Cheers for the Beginning? Wo kommen die alle her? So, das hat sich aber jetzt geklärt. Das heißt, ihr könnt auch wieder zurück. Das Punching Bird dreht unten ein bisschen durch, aber naja. Asuka, geh mal zu Letizia. Wir müssen irgendwie Punkte sammeln. Ich weiß nicht, Attachment scheint bei ihr irgendwie nicht so gut zu laufen, oder? Man darf nicht zweimal den gleichen Employee da reinschicken. Bricht sie jetzt gleich wieder aus? Sie gibt auf jeden Fall einen Kuss ab. Ja, sie bricht aus. Bei Letizia war es auch ein schlechtes Ergebnis. Okay, ich glaube, es hat eher irgendetwas mit diesem...
Sephira-Ding zu tun. Ja gut, dann müssen wir gucken, dass wir sie wieder einfangen. Wo auch immer sie jetzt hinkommt. Das Training-Team hat das ja letztes Mal schon ganz gut gemacht. Wobei, ne, sie bricht gar nicht aus. Ihr geht's gerade nur scheiße. Keine Ahnung, Gregory, probier du mal ein Attachment. Irgendwas müssen wir da mit ihr machen. Das Schaf ist... geht hier auch gerade durch die Gegend. Okay, jetzt ist unser schöner Drache ausgebrochen und er ist hier oben. Dann Training Team. Ihr habt das letzte Mal so schön geregelt. Macht das doch einfach nochmal. Und das Central Command Team kommt euch zu Hilfe. Klingt das nach einem Plan? Das klingt doch nach einem Plan. Wo ist sie jetzt hin? Ich sehe sie nicht. Ich hasse das, dass sie sich teleportieren kann, aber sie muss ja irgendwo nach links gegangen sein, oder? Anthony ist aus irgendeinem Grund hat sich schlafen gelegt. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, jetzt ist sie da. Hey, warum? Oh Gott, Mika. Mika, du solltest unbedingt hier rüber und dich healen. Haut sie bitte kaputt, bevor sie den Laser macht. Hat sie irgendwen kaputt gehauen? Lebt sie noch oder ist sie jetzt zurück in ihre Zelle? Und ist da irgendwer gestorben? Ja, Paulinus. Ich glaube, das müssen wir aber auch in Kauf nehmen und Anthony ist genauso uncontrollable. Aber ist der Drache noch da? Ja, sie kommt da gerade runter. Nee, sie ist tot. Sie hat es wahrscheinlich gerade so überlebt und... ja. Ich weiß nicht, was wir mit ihr da unten machen sollen. Oder ob überhaupt was, ist auch die Frage. Wir haben hier unten einen Meltdown bei dem Ding, aber weil das Baby durchgängig schreit, kann ich dem nicht wirklich nachkommen, glaube ich. Eugene vielleicht. Und hier unten bei dem Herz auch. Das kann nicht Pansy nehmen. Kann ich das nicht mehr abbrechen? Ja, dann holt es sich Pansy halt. Dann kann hier oben... nein, Pansy müsste eigentlich... ja gut, dann macht sie das danach. Ich hoffe, dass ihr Dings nicht hochgetrieben wird dadurch, weil ansonsten haben wir hier oben ein Problem. Sie jetzt Level 4? Nein, okay, dann kann sie hier zum Glück nochmal Repression machen. Warum wurde hier wer verwandelt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Tag noch abschließen will, selbst wenn ich es schaffe. Es sind so viele tot! Ich glaube, wir retryen einfach mal the day. Das ist ja absolutes Chaos. Mit dem Sephira-Meltdown, ey. Aber irgendwie müssen wir ja da durchkommen. Ich will auch wissen, was die Belohnung dafür ist. Auf der anderen Seite könnte man auch überlegen, aber ich glaube, das bringt nichts, wenn wir die dazu holen. Ich glaube, so High-Level-Employees sind schon das Beste, was man dagegen machen kann. Können halt höchstens überlegen, ob wir die hier hochleveln. Wir haben so viele Punkte, das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Wir probieren es jetzt einfach erstmal nochmal so. Ich meine, jetzt weiß man ja ungefähr, worauf man sich einlässt. Nicht wirklich, aber... ja, ich habe keine Ahnung. Eigentlich müssen wir nur versuchen, möglichst schnell möglichst viele Punkte zu erhalten. Okay, Destiny, geh bitte sofort hier rüber, dass du nicht was von dem Sporen da abbekommst. Also was, geh am besten runter zum Central Command Team. Scheint noch gar keine Sporen zu machen, interessanterweise. Isabel, geh mal da rein. Sie ist schon wieder ausgebrochen. Das ist doch unbelievable. Wir müssen auf jeden Fall alle mit White Damage drauf schicken. Und denen hier auf jeden Fall Schilden geben. Das Problem ist halt nur, dass da random Mitarbeiter drin stehen. Oh,
Hat sie sich jetzt schon wieder hin teleportiert? Hier runter. Das ist eine richtig scheiß Position da. Ich habe keine Bullets mehr. Wir haben Mika verloren. Und wir kriegen sie nicht mehr. Ach komm. Was ist denn mit diesem Mädchen da los? Ich verstehe es nicht. Ist Attachment vielleicht doch nicht das Richtige bei ihr? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht mal eine andere Core Suppression probieren sollten. Aber das bringt ja eigentlich auch nichts. Macht hier keinen Unterschied. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich bleib dabei, einfach möglichst viele Punkte sammeln, ganz schnell. Und möglichst mit wenig Toten. Ich verstehe halt nur nicht, ich meine, das wird wahrscheinlich irgendwas mit der Core Suppression zu tun haben, aber warum die Leute so... Ja, warum es so random ist, ob man, was man hier bekommt. Ob gutes Ergebnis oder schlechtes Ergebnis oder überhaupt... Deswegen möchte ich auch so Abnormalities wie zum Beispiel das gar nicht auswählen, weil wenn das ein schlechtes Ergebnis ist, dann ist der Employee direkt tot, der das gemacht hat. Ja, und jetzt haben wir auch noch hier das Problem. Ich verstehe es nicht und jetzt ist sie wieder ausgebrochen, das Magical Girl. Warum? Wo ist sie hin? Das gibt's doch nicht. Sie war doch fast tot. Sie hatte einen Millimeter. Ich verstehe halt nicht, was mit dieser Abnormality los ist. Alles andere ist nicht mal so ein Problem, aber dass sie ständig ausbricht. Dieses Magical Girl ist einfach ein Riesenproblem. Und ich kann so auch nichts über sie herausfinden. Dann machen wir erstmal Folgendes. Wir verschieben die Suppression. Schauen erstmal, dass wir ein bisschen was über das Magical Girl herausfinden, dass wir sie in den Griff bekommen. Und wenn wir wissen, wie wir mit ihr umzugehen haben, können wir die Core Suppression angehen. Ich glaube, das ist ein besserer Plan für den Tag. Ich habe keine Ahnung. Hier unten reichen ja erstmal noch 3 Employees. Wir gehen Management. So, Frank, dann mach trotzdem mal ein Attachment da. Ich weiß wirklich nicht, was man sonst bei ihr machen sollte. Ganz ehrlich, Attachment ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Wenn das jetzt auch schlecht läuft, kann ich nochmal andere Sachen versuchen. Aber ganz ehrlich, es muss Attachment sein. Dann schauen wir doch mal, wie das jetzt läuft. Das läuft nämlich wunderbar. Was hat sie jetzt für einen Anfall da? Warum? Was ist ihr Problem? Ihr geht's doch sogar gut. Ich verstehe es nicht. Was war ihr Problem? Dawn wird gleich daubt sein. Das ist für uns kein Problem. Ach nee. Da kommt daubt. Und da können sie, ja, das schaffen einzelne Employees, wenn gerade kein anderer da ist, aber das sollte alles kein Problem sein, selbst für das Control Team nicht. Wo ist der Daubton im Formation Team? Und wo ist der vom Training Team? Die sehe ich gerade nicht. Wen haben wir hier verfügbar? Christopher und Samuel. Also vom Information Team. Schnappt ihn euch. Und hier unten ist der vom Training-Team. Was macht Daubt für einen Schaden? Red. Dass du jetzt ein rotes Schutzschild und gut ist. Wer sollte das eigentlich schaffen da? Easy. Warum First Trumpet? Wer ist ausgebrochen? Ist das sie hier unten? Ja, natürlich ist sie das da unten. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Mediocre-Ergebnis. Wunderbar. Bei einem schlechten bist du auch gerade nicht ausgebrochen. Ich weiß es auch nicht. Das große Problem ist auch einfach, dass sie sich durch die Gegend teleportiert. Und dass sie sich durch den Strahl heilt und überhaupt.
Ich weiß gar nicht, ist die 11 Schwierigkeitslevel? Weil anders kann ich mir das nicht erklären, das ist ja unnormal. Destiny, warum ist Destiny so low? Wo bist du? Was ist denn hier drüben passiert? Warum ist hier alles voller Bienen? Schnappt euch die mal außer Destiny. Training Team. Schnappt sie euch. Aber geht bitte, ja, genau nicht darum. Wer war das? Mika und Victor. Ihr geht falsch rum. Jetzt habe ich hier direkt mehrere Baustellen, ey. Das Punishing Bird haut ab. Ich weiß nicht warum, aber okay. Das Problem ist, wenn gleich die Second Trumpet einsetzt. Ach du Scheiße. Geht's im Control-Team noch gut oder sind die jetzt... Die sind alle am Paniken natürlich, nur weil sie aufgetaucht ist. Es ist eine Abnormality, mit der ich nicht umgehen kann. Ich weiß nämlich nicht, was man bei ihr machen muss. Ich habe sie nicht im Griff. Überhaupt nicht. Aber wie kann man... Wie kann man eine Abnormality... Selbst wenn sie Elef ist... Das könnte ich ja dann noch verstehen, wenn sie... Also, wenn sie Elef ist, dann muss sie ja schwierig sein. Aber ganz ehrlich, Teleportation... Lifestyle und unkontrolliertes Ausbrechen bei jeder Art von Ergebnis, bei nicht mal irgendeiner Art von Ergebnis. Sie ist gerade bei einem Clefoth-Meltdown durchgedreht irgendwie. Es ist ein Clefoth-Countdown, also ein Meltdown aufgetreten und sie hatte direkt schlechte Laune. Und dann hat man ein mittleres Ergebnis erzielt und sie dachte sich so, ja, ciao dann Leute, ne? Aber das ist auch völlig in Ordnung. Von mir aus kann sie schnell ausbrechen, aber dann bitte keine Teleportation und kein Lifesteal. Bitte nur zwei von diesen Sachen. Damit würde ich klarkommen. So, Lifesteal und schnell ausbrechen, kriege ich hin. Gar kein Problem. Teleportation und Lifesteal wäre kein Problem, weil ich wahrscheinlich ja sie überhaupt nicht ausbrechen lasse. Ausbrechen und Teleportation ist auch in Ordnung. Dann schicke ich die Leute einfach weg. Dann ist mir auch egal, ob das Control-Team durchdreht, dann kriege ich ja wieder in den Griff. Und ich schicke da andere Leute hin, die bursten sie dann runter. Aber alle drei Sachen in Kombination ist... Nee! Ich weiß wirklich nicht. Kann ich irgendwie eine Abnormality entfernen? Die ist mir gerade ein extremes Dorn im Auge. Nee. Vor allem Attachment scheint ja richtig gut zu laufen und dann kommt aus irgendeinem Grund in einem Meltdown und dreht sie durch. Aber ich kann Meltdowns ja nicht verhindern. Und jetzt läuft Attachment doch nicht mehr so gut. So, und es ist ein mittleres Ergebnis und sie bricht wieder aus. Ist ja grundsätzlich auch kein Problem. Aber dann teleportiert sie sich hier oben ins Control-Team und alle drehen durch. Was grundsätzlich auch kein Problem ist, weil dann schicke ich einfach da Leute hin und die machen die dann einfach fertig. Aber dann denkt sie sich so, ach, ich mache einfach einen Strahl und bin wieder voll geheilt, während ich alle anderen töte dabei. Und dann verpisst sie sich halt auch noch immer häufiger, ey. Ich weiß wirklich nicht, was man dagegen machen soll. Ich will aber auch nicht wieder neu starten, weil... Ich bin ja noch nicht mal weitergekommen. Das Einzige, was ich jetzt gerade habe, ist höher gelevelte Employees, mit denen ich trotzdem nicht weiterkomme. Ich meine, ich habe ein paar Quests fertig bekommen. Aber ich würde halt gerne so eine Core Suppression machen, aber es funktioniert einfach nicht. Weil ich schaffe ja jetzt nicht mal einen normalen Tag und die Core Suppression scheint irgendwie problematischer zu sein. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, wie ich einen Meltdown verhindere? Weil sie scheint ja aus irgendeinem Grund bei einem Meltdown schlechte Laune zu bekommen. Aber ich kann doch keinen Meltdown verhindern. Nee, diese Abnormality kann man komplett in der Tonne kloppen. Und ich behandle sie ja mit einem... Ich meine, gut, ich könnte noch sowas wie Instinct, Insight oder Repression ausprobieren, aber es scheint ja relativ gut zu funktionieren. Ich weiß es wirklich nicht. Alle draufstürzen, alle zusammen. Vielleicht nicht das Control-Team, aber alle anderen. So, wenn sie sich jetzt umdreht. Ich weiß nur nicht, wie ich die hier rüber schicken kann. Ihr beide, geht doch hier rüber. Oder Frank, Tank ist einfach, das ist auch gut. Dann healt sie sich kaum und kriegt richtig viel Schaden in der Zwischenzeit. Ey, bleib hier. Haben wir sie? Nein, jetzt aber.
So, jetzt haben wir sie einmal erwischt, aber das ist halt auch Glück, wo sie rauskommt, ne? Das ist halt auch so das Problem. Müssten wir hier nicht noch irgendwo einen Meltdown haben eigentlich? Ist ja nur einen beim Mörder, aber eigentlich müssten wir noch irgendwo einen zweiten haben, aber... Vielleicht hat der sich auch schon von alleine geklärt. Ah, ich weiß nicht, ob er noch zum Mörder schafft. Leider nicht, jetzt kriegen wir Energie abgezogen. Das ist kacke und er bricht aus. Das Ausbrechen ist eigentlich weniger schlimm, aber dass die Energie abgezogen wird, ist ein bisschen nervig. Oh, das ist the perfect food. Das habe ich jetzt nicht so schnell kommen sehen, aber das macht nichts. Hat sie jetzt eigentlich wieder schlechte Laune? Ist ja nicht direkt ein Meltdown. Nee, hat sie anscheinend nicht. Die können sich eigentlich alle darum kümmern. Das sollte kein Problem sein. Und das vom Control Team. Ja, können die drei machen. Ich dachte eigentlich, musst du denen ein Schild geben, aber ich glaube, das kriegen die auch so gut hin. Wobei, ich schieße hier mal eins rein. Gleich kommt direkt nun, wenn das auch nicht als Meltdown zählt, haben wir sogar eine realistische Chance, dass wir etwas über sie heraus... Ja, was heißt etwas über sie herausfinden? Ich weiß auch nicht, was da sinnig wäre. Vanishing Bird ist auf einmal hier oben. Was will es denn da? Ist schon weit geflogen. Doch geht's hier wunderbar. Schauen wir mal, ob das so bleibt, wenn jetzt gleich die Harmony of Skin kommt. Ja, passiert bei ihr auch nichts. Also es hat irgendwas anscheinend mit Meltdown zu tun, aber wie gesagt, das hier zählt anscheinend nicht als Clifford Meltdown. Dann hat man da ein bisschen Freiraum. Schnappt sie euch, das sollte ihr auf Meltdown gebürstet bekommen. Und jetzt die Dinger, die schnappt ihr euch schon. Wo sind noch welche? Oh, bitte nicht. Bitte geht sofort da runter, ey. Ich hoffe, das schafft ihr, ey. Warum musste sie sich auch das einzige Ding aussuchen, was ein absolutes Problem ist? Wo ist der letzte? Es muss doch noch irgendwo einer sein. Oder haben sie den einfach downgeburstet? Ich hoffe, da stehen nicht zwei ineinander. Ich hätte einen hier unten lassen sollen. Ihr geht's wieder schlecht. Wunderbar. Ich meine aber, durch ein gutes Ergebnis hat sich das... regeln lassen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich ein gutes Ergebnis erzielen kann, weil ich weiß nicht, womit. Aber ich glaube fast, wir kommen gar nicht mehr zum Meltdown. Okay. Ich glaube, wir machen Folgendes. Hier oben ist noch einer. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwie kam diese Mitteilung nicht, ist mir gerade aufgefallen. Nee, dann kommen wir auf gar keinen Fall mehr zum Meltdown. Das ist sehr gut. Aber ich würde trotzdem sagen, wir schauen einerseits, dass wir noch das nutzen zum Leveln und andererseits will ich einmal noch zu ihr rein. Einfach aus dem Grund, um mehr über sie herauszufinden. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass sie eventuell ausbricht, wobei ich kann den Tag wahrscheinlich beenden, bevor sie ausbricht. Okay, dann ich bleibe trotzdem bei Attachment, weil ich glaube, also das läuft bisher gut und das war ja auch einmal, womit wir ein gutes Ergebnis erzielt haben. Alles andere wäre jetzt viel zu riskant. Hatten wir nicht gerade auch eigentlich 14 Punkte bei ihr, oder war das in der Runde davor? Komm schon, Frank, du schaffst es. Es ist ein gutes Ergebnis. Und jetzt geht sie auch wieder gut. Dann würde ich den Meltdown aber tatsächlich mitnehmen. Sofern sie dann nicht ausbricht, aber das werden wir dann sehen. Dann geh doch erstmal mit einem Attachment hier rein, Samuel, und wir behalten sie mal im Auge. Ihr geht's wieder schlecht, aber es ist nicht, dass sie... Also sie bricht nicht aus. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ihr Clifford-Counter liegt bei 2. Und wenn er auf 1 sinkt, sieht sie so aus. Und wenn er auf 0 sinkt, bricht sie aus. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall gucken, dass wir hier alles einsammeln. Vom Control-Team schafft das da, glaube ich, keiner hin. Egal. Information-Team. Einer von euch einfach das schnappen, ist egal wer. Hier ein Attachment von dir. Hier oben eine Repression. Das hat noch ein Clifford's Counter. Naja, dann von Pansy. Ich glaube, wir haben alle. Das sind ja 10, 8. 8 Stück, ne? Das waren vorher 8. Ja, gut, dann schnappt sie euch, Jungs und Mädels. Das Punishing Bird bricht aus. Das hat zum Glück den Energiebedarf nicht runtergesogen, aber das macht auch nichts. Ja gut, dann machen wir die gleiche Taktik doch nochmal.
Wir nutzen jetzt erstmal das ein wenig zum Leveln hier und schauen, ob wir danach zum Magical Girl hier unten gehen und ja, ob wir sie nochmal beruhigen können. Also ob wir nochmal ein gutes Ergebnis erzielen, und wenn nicht, dann beenden wir halt den Tag. So, Frank, dann probier doch mal nochmal dein Glück. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie viel sie... Ja, nee, das wird auf keinen Fall ein gutes Ergebnis. Dann... Ja, wir müssen es trotzdem volllaufen lassen, damit wir die Punkte zumindest mitnehmen können. Und jetzt bricht sie aus, aber das ist uns egal. Das zähle ich ja nicht mal, wenn ich das jetzt so mache, aber wir haben die Punkte. Kann man zumindest ein bisschen cheesen. So, und jetzt möchte ich mal unbedingt gucken, nachdem ich mir zwei neue Abnormalities aussuche, was mit ihr los ist. Schadenfreude. Ich glaube, Schadenfreude nehme ich, weil das ist eine sehr einfach zu handelnde Abnormality. Wobei, wir haben ja auch noch eine neue. From Break and Ruin, the most beautiful performance begins. Hatten wir das schon mal? Ich weiß, dass wir einmal so ein Ding da hatten, was so ein... versucht hat, so ein Dirigent zu sein und ein bisschen Musik gespielt hat. Aber wir nehmen das einfach mal, weil wir darüber noch nichts wissen, und dann kriegen wir drei neue. The smiling faces are unfamiliar, yet sorrowful. Let us meet again as stars. Oder bearing the hope to return to dust, it shall go back to the grave with all the desires to live. Ich finde das ganz cool, weil das einfach sehr kurz und bündig ist. Let us meet again as stars. Ja. Die Story kennen wir ja schon. Ab ins Central Command Team. Ich glaube tatsächlich, die Suppression von den Sephiroth Cores machen wir eher, wenn wir kein Central Command Team haben. Sofern das denn möglich ist, weil... Ja, es ist, glaube ich, einfacher. Man hat nicht so viele und nicht so schwierige Abnormalities. Ich glaube zum Beispiel vom Control-Team wäre es am besten, wenn wir halt nur das Control- und Information-Team haben. Dann hat man wirklich keine schweren Abnormalities. Da kann nicht viel passieren. Hoffentlich. Und man muss vor allem nicht so viele Punkte sammeln. Aber ja, unser Magical Girl. 38 Punkte. Ja, wir hatten ja hier auch schon Guidelines. Wir schalten erstmal die anderen Guidelines frei und dann lesen wir noch mal alle durch. Also die ersten beiden kenne ich ja schon, die lese ich nur einmal für mich durch. Das ist das Problem. When a Clefoth Meltdown occurred in the facility without the death of three or more employees, the Clefoth Counter lowered. Das heißt, es ist nicht der Meltdown direkt, sondern es liegt daran, dass keine Mitarbeiter sterben. Ich gehe mal stark davon aus, dass da auch die Random-Mitarbeiter zuzählen. Aber ich opfer doch keine... Random Mitarbeiter, nur damit das Ding nicht ausbricht. Also, Random Mitarbeiter, ja gut, ich würde sie opfern, aber wie? Ich habe noch keine Execution Bullets. Oh Mann, ey. Ich meine, das ist eigentlich ganz gut in Kombination mit dem Big Bird, weil man da sowieso ein paar Employees loswerden will. Aber, hallo? Naja, weiter geht's hier. When the Clefoth Counter was at its max, the HP and SP of the employee who worked with her were healed. When the facility reached Trumpet Level 2, 0104 voluntarily helped with abnormality suppression. However, if 20% of our employees die while help is provided, the state of the abnormality will change and will need to be suppressed immediately. Okay. Ist die Frage of our employees, also das sind dann nicht random Mitarbeiter, richtig? I don't know. 0104 status changed when her Clefoth counter became 1. The work success rate was low when in set status. This status has been designated as hysteric due to her anxiety and compulsive disorders. Also ist Attachment wahrscheinlich doch das Beste, was man machen kann, aber wenn sie in diesem hysteric state ist, funktioniert es halt einfach nicht so gut. Das ist scheiße. When she was hysteric, generating 16 plus PE boxes raised her Clefoth counter. Ja, das haben wir mitbekommen, aber das ist wahrscheinlich das gute Ergebnis. When she was hysteric, generating 15 or fewer PE boxes lowered her Clefoth counter. Das haben wir auch mitbekommen. Okay, das heißt, der Clefoth counter wird nicht geringer, wenn es ein mittleres Ergebnis ist, sondern nur, wenn sie im hysteric Status ist. Aber das heißt auch, dass man auf jeden Fall da garantieren muss, dass
drei Employees immer sterben, bevor ein Meltdown occurred, weil ansonsten, also man kann nicht viel damit machen. Das ist ein bisschen danach wie Roulette spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ein gutes Ergebnis hat, ist sehr, sehr gering. Und ich will es jetzt einfach nur mal gucken, Attachment Work. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber es ist auf Level 5. Hi. Hi. Das ist halt schon das Beste, aber I don't know. Es ist eine Katastrophe. Und warum ist hier so ein komisches lila Dreieck? The Ego Weapon can be produced from this abnormality. Das ist schön. Aber warum ist da so ein lila Dreieck? Naja. Da müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Das heißt, wir müssten rein theoretisch... Ich weiß ehrlich gar nicht, ob dann... Das Problem ist, zählen da vielleicht die Ordeals doch als Meltdown? Ich meine, es hat gerade nicht so gewirkt, aber vor dem ersten Ordeal hat sie selber drei Mitarbeiter getötet. Und nach Dawn kam direkt Noon und Dawn hatte auch drei getötet. Naja, da müssen wir dann mal gucken. Ja, wir brauchen neue Employees, aber I don't know. Ein bisschen hochgelevelte da jetzt reinbringen, denke ich mal. Weil die hier unten sind wahrscheinlich auch nicht gerade... Also gut, das eine ist, wie heißt das hier? Ne, Schadenfreude haben wir gar nicht genommen. Nein, wir haben zwei genommen, die wir nicht kennen. Eventuell das eine ist ein Orchester, aber das sieht sehr stark nach... Die sehen beide nach Elf Abnormalities aus, weil die so viele Punkte brauchen, um irgendwas zu unlocken. Das heißt aber doch, dass sie WAW ist und nicht Elf, was ich ein bisschen lächerlich finde bei dem, was sie kann und tut, aber egal. Aber hier machen wir erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye-bye.